Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LPN dran und wir fahren fort mit Let's Play Unravel. In der letzten Episode haben wir uns ein bisschen über das RNG aufgeregt, wenigstens ich habe das getan. Stimmt. Und heute wollen wir gucken, wie es in diesem Level weitergeht. Hoffentlich werden wir auf keine weiteren Raben-Krähen treffen. Auch wenn es sehr coole Vögel sind, aber ne? Das muss nicht sein. Kann ich da runter? Nö. Oh! Oh, ich kann das auch so instigieren. Gut zu wissen. Okay. Ich frage mich nur, wofür wir diesen Block oder was auch immer, diese Kiste hier brauchen werden. Naja, scheinbar müssen wir das Ding transportieren. Nie wirklich, wissen wir das. So, die letzte Aufnahme ist ein paar Tage her. Also entschuldigt mich, falls ich irgendwie ein bisschen aus der Übung bin. Sollte sich aber bald gelegt haben in den nächsten paar Minütchen. So, ich war einfach nur, dass wir nicht wieder auf irgendwelche Viecher treffen. Heute habe ich sogar die Episode hochgeladen, die ich eloquenterweise Nope benannt habe. Weil was anderes gab es da nicht zu sagen, to be honest. Ich kann da auch noch weiter, wenn ich will. Aber wozu? Wozu? Oh. Ich weiß, wozu wir die Kiste brauchen. Okay, dann wollen wir mal das wieder runter machen. Ja, wahrscheinlich auch noch praktisch, wenn ich die ganzen Sachen da quasi wegmachen würde, bis ich eine längere Schnur habe. Weil ich kann ja da quasi selbst hochklettern. So, ja, ich habe nämlich schon die ersten paar Knötchen gesehen und das ist dann meistens kein gutes Zeichen. Komme ich auch so da hinauf? Sehr gut. Geht doch. Seht ihr? Und schon haben wir viel mehr Schnur als gedacht. Jetzt ganz vorsichtig. Nicht, dass uns die Kiste hier wegrollt. Das wäre nämlich... Das fällt da nicht runter, oder? Gut. Sehr schlecht. Zack. So. Und ich hab natürlich in die Videobeschreibung dann doch was reingepackt und wegen, ja, Vorsicht, also wenn ihr eine Insektenphobie habt, nicht gucken. Also sagt mir nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte, ne? So habe ich getan. Ich wünsche, mich hätte jemand gewarnt. Ich kann da theoretisch weiter. Nein, kann ich nicht. Okay. So. Wollen wir das hier noch wegmachen? So. Und... Oh. Hierfür brauche ich die Kiste natürlich auch noch. Und jetzt habe ich natürlich auch noch fantastischerweise ständig die falsche Taste gedrückt. Weil ich ein Held bin. So. So. Und... Kommst mit. Und... Sehr gut. Weiter geht's. Und wir sind in einer Art Schuppen oder Garage. Und warum juckt genau das Ohr, dass ich jetzt gerade nicht ankomme? Ist nicht sehr gut. Ah, heute ist sogar der letzte. Das war... Ich wollte gerade sagen, das war einfach versteckt. Ah, der letzte Aufnahmetermin. Außer ich krieg morgen wieder die Chance, aber das bezweifle ich. Ja, vor dem Start des neuen Semesters. Also um diesen Montag am 22. Ist wieder Uni-Start. Ist wieder viel los. Also ich frage mich, wie ich zum Knopf kommen soll. Werde ich wahrscheinlich erfahren. Irgendwann und irgendwie. Ich muss ja noch gucken, wie ich den Upload-Plan mache, weil montags bin ich extrem lang an der Uni.
Ich werde wahrscheinlich wieder einfach vorher hochladen. Ich muss einfach gucken, wie das laufen wird. Und natürlich wird das mit 3 Episoden pro Tag auch nicht mehr laufen. Kann ich euch schon jetzt sagen. Da oben ist noch ein Knopf. Kann ich das Ding mitnehmen? Klar kann ich das Ding mitnehmen. Cool. Okay. Und dadurch habe ich was erreicht. Wir wissen es nicht. Oh, ein Trampolin, glaub's. Kann das sein? Ich glaube schon. Und hier ist... Na... Dich brauchen wir für Knopf Nummer... Nummer... Keine Ahnung. 2 in diesem Part? Nummer 2 in diesem Part. Haben wir vorhin... Ich glaube, wir haben sogar einen Knopf... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Komme ich da jetzt überhaupt noch rüber? Das war extrem gut. Ich muss mich echt loben. Also das war ja Meisterwerk der... Das, wow, so gut, das habe ich ja lange nicht mehr gespielt, muss man schon sagen, ne? Sarcasm incoming. Komm schon, ich muss da doch irgendwie wieder hochkommen. Jetzt habe ich es wenigstens ein bisschen weggeschoben, ne? Und wieder ein langer Hochweg. Nach oben müssen wir. Die Strickleiter entlang. Ich weiß eigentlich nicht, ist es hier keine Strickleiter? Oh nein. Ob das eine gute Idee ist, werden wir bald sehen. Das war scheinbar keine so gute Idee, aber wir sind endlich hier. Jetzt machen wir das natürlich so, wie man es eigentlich tun sollte. Genau. Klug. Nicht allzu stürmisch, wobei. Man kann es mir nicht übel nehmen. Ich bin eine sehr stürmische Person. Zum Beispiel mag ich es, Sachen zu verdammen, von denen ich noch nicht mal weiß, ob das jetzt wirklich so passieren wird. Passiert ist... Ah! Ist. Wie zum Beispiel... Oh nein, ich habe das und das nicht bestanden. Wobei, in Hindsight hatte ich da recht mit. Ich habe Chemie nicht bestanden, aber gut, das war... relativ... Obvious. Jui. Eigentlich nicht jui. Okay. Wir machen das ein bisschen anders. Wir klettern ein bisschen höher. Damit wir auch mehr Anlauf nehmen können. Anlauf. Naja. Ob man das Anlauf nennen will, ist eine Sache. Die muss jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt vorsichtig. So, jetzt soll es aber klappen. Gut. Das sind dann 3 Knöpfe, wenn ihr den da oben noch erwischt, was wir natürlich tun werden, weil wir cool sind. Wir eigentlich rein theoretisch ein bisschen aufräumen, ne? Blink. Ich glaube, nach der Aufnahme werde ich versuchen, hier alle Trophäen zu kriegen. Bei anderen Spielen kann ich das nicht, weil ich keine Freunde habe. Keine Freunde mit einer PlayStation 4, beziehungsweise keine Freunde, die gleichen Spiele haben wie ich. Ach ja, ich meine, ein Trend, den ich in den heutigen Videospielen jetzt nicht so cool finde, ist dieser Multiplayer-Zwang fast schon. Kann man so nennen. Ist schon fast ein Multiplayer-Zwang. Ich meine, ich bin ein Solo. Wenn ich schon ein Solo-Spiel da gebe, dann lass mich auch einfach Solo spielen. Jeder hat Freunde. Ich meine, ich habe ja Freunde, aber... Die meisten meiner Freunde zum Beispiel, die sind nicht mal wirklich... Okay, die meisten meiner Freunde sind eigentlich Gamer. Das ist einer der Points, die nicht ähnlich, also den wir gemein haben. Dass wir alle vernarrt in Spiele sind. So. Ach ja. Wenn ihr euch fragt, welches Achievement, ich meine das ein Achievement für The Pre-Sequel.
wo man mit drei anderen Spielern da die eine Mission machen muss. Das stört mich so sehr. Das ist so doof. Da haben sie uns einfach so geschenkt? Echt? Ich glaube, ich muss ja schon da durch, oder? Oder? Ja, klar. Okay. Autsch, das sah aus, als würde es das jetzt wehgetan. Okay, wir sind ganz unten, aber wir brauchen wieder Garn. Ah, sehr gut. Oh. Müssen wir jetzt wieder Vögel hier nerven? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee. Nein, nicht hier. Hier. Das ist so eine gute Idee. Hallo? Darf ich? Na komm schon. Bitte, danke. War das so schwer? Nein, war es nicht. Ah, wow. Bitte. Das habe ich ja souverän gemeistert. Oh Gott, guck dich mal die Animation an. Süß. Oh mein Gott, ist das süß. Ich bin im Eimer. Ich bin total im Eimer. Naja, emotional bin ich das seit Januar, aber gut. Lassen wir das einfach mal. Dass ich mich dann auch noch entschieden habe, Digimon zu gucken, hat dabei nicht unbedingt geholfen. Also beim im Eimer sein schon, aber ich glaube, wir haben jetzt 4 Knöpfe. Oh nein, es fängt wieder an. Wie soll ich dann kommen? Oh, lass mich raten, ich soll irgendwie den Eimer hochkriegen? Weil wie soll ich das tun? Und bei mir ist gerade was richtig übel runtergekracht. Muss ich jetzt zufällig weit genug weg sein? Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich das tun soll. So. Ja, ich bin halt manchmal nicht unbedingt Captain Obvious, sag ich mal. Nein. Also, ich bräuchte manchmal Hilfe von Captain Obvious. So kann man das besser sagen. So. Dann warum kann ich hier irgendwie hochspringen? Wenn das nicht einen Sinn haben soll. Genau. Wir holen uns nämlich den Bucket. Ja, das können wir von unserer Bucketlist streichen. Oh, ho, 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 ich bin ja heute richtig lustig. Ich mache einfach nur das da. Ich lasse ihn irgendwie weg. So. Ach ja. Ja, das war nicht nur dazu da, dass wir quasi im Eimer sind. Nee, das war wichtig. Können die uns jetzt irgendwas... Nö, die können uns nicht kriegen. Haha. Tja, geschieht euch recht, ihr Vögel. Ich bleibe aber trotzdem überstehen. Wer weiß, wer weiß. Man muss hier nicht tun. Nötige Risiken eingehen, wobei ich glaubte doch, dass die uns nicht kriegen können. Oh, es ist so hübsch. Wow. Guckt euch das mal an. Hm? Okay, ich kann es kaputt machen. Ich glaube, ich muss es sogar kaputt machen. Nein. Weil hier ist irgendwas. Eis. Kann ich das jetzt mitnehmen? Scheinbar nicht. Vielleicht muss ich jetzt von der anderen Seite mitnehmen. Was auch mich da nicht ran. Weil da ist der letzte Knopf. Und den hätte ich gefälligst gerne. Also komme ich da nie mehr zurück, oder? Komm schon. Okay. Ja, und jetzt? Oh! Ja. Nein, Festlein. Ich kann ja... So. Und hochjumpen. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle Knöpfe. Das war ja einfach. Dünn.
Es war trotzdem alt. Es ist auch ein relativ kurzes Level, wenn man den ersten Teil souverän schafft. Nicht, also nicht so wie ich, sondern souverän schafft. Das war unsouverän, das hat gedauert. Yay! Und dafür kriegt man keine Achievements. Das kriegt man erst später. Irgendwie. Gut, dann geht es wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich sehr viel weiter. Warum kann ich das Ding bewegen? Eben weil ich es wahrscheinlich brauchen werde. Na komm, das ist doch der Klassiker. Das bewegen können, weil man es braucht. Das generiert keinen Spring. Wie soll es auch ein Springteil generieren, wenn du das nicht anbindest? Ja, das. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Und? Was macht die Arnie Geräusche? Ich höre das halt nicht, weil ich hier aufnehme. Huh. Wenn er ja Geräusche macht, ist das ja noch so süßer als sonst. Oder ich habe mir das eingebildet, weil ich schon so einsam bin. Doch, das sind Geräusche. Ach, ich glaube, das ist ein Hund. Oder irgendwas anderes. Doch, das sind Hunde. Das sind Bark, Bark. Ich erkenne auch einen Hund, wenn der bellt, mein Gott. Ich hatte ja auch selbst einen Hund. Und da kennt man. Das ist logisch. Das ist nicht so. Gut gemacht, hast dich wieder traurig gemacht. Sehr gut. Das ist eins meiner vielen Talente. Oh. Ich glaube, das ist ein norwegischer Spitz. Der Hund. Die Hunderasse. Kann gut sein. Oh nein, das ist. Warte, ich helfe dir. Hör! Kommst du raus? Warte. Ha! So. Oh. Oh, ist das süß. Du nimmst mich mit? Bitte sei nett. Oh, er hat mich rübergetragen. Oh, danke. Danke, lieber Vogel. Oh, das war zu süß. Das war zu. Too pure for this world. Das war zu pur. Das ist auch noch ein Vogel an dich, Decker. Das ist zu süß. Das Spiel ist zu süß für mich. Ausstrecken. Das war ein nettes Kapitel. Seht ihr, es geht auch anders. Man muss auch nicht irgendwelche schlimmen Sachen in Spiele machen, dass sie in Erinnerung bleiben. Oh. Oh. Eine verspielte Erinnerung. Okay, gut, lassen wir uns unser Herz wieder zerreißen. Der Brief. Egal wie weit wir uns voneinander entfernen, wir sind nie weiter als ein Wort entfernt. Warum fällt es uns dann so schwer, wenn es doch eigentlich nur eines so kleinen Aufwandes bedarf? Das erinnert mich an all meine Freunde, die weit, weit weg wohnen und die ich vielleicht ein, zweimal pro Jahr sehe. Ja, da denke ich einfach Internet. Internet ist geil, da kann ich sie wenigstens hören und so. Oh. Oh, das sind so hübsche Bilder. Das ist so voll die Ästhetik, weil kalt und Wintereinbruch und Eis und Schnee. Guckt euch das an, das ist so wunderschön. Oh. Oh. My Airmail. Oh. Oh. Das ist so schön, das Spiel. Das ist einfach. Schnüff. Das ist so ein schönes Spiel. Ist der Ofen ausgegangen? Nee, der brennt noch. Der brennt noch. Oh Mann, das ist so. Das ist so toll. Und wir haben jetzt auch noch perfekt hier die Episode beenden können. Falls jetzt meine Kumpeline
Bock hat zu skypen, kann ich jetzt auch hier schön beenden. Ansonsten zocke ich weiter. Ich gucke einfach mal. So. Okay, aber hier werden wir nächsten Episode die Wintersonne machen und dann wahrscheinlich ein trauriges Kapitel. Na gut, das, guck dich das mal an, das ist so hübsch. Oh, also gut, Leute. Ach stimmt, ich krieg Achievements, wenn ich die Kapitel ohne zu sterben schaffe. Oh Gott, das wird in diesem Kapitel grauenvoll. Aber gut, ich danke euch wieder mal vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.